Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Strohhalmbox machen könnt. Ich habe sie schon vor ewigen Zeiten gemacht und habe gedacht, ich frische das nochmal auf, weil das eins der Projekte auf meinem alten Blog waren und dementsprechend hatte ich keine Anleitung dazu, beziehungsweise ich glaube, wenn dann nur eine Anleitung auf dem Blog selber, keine Videoanleitung. So, das hole ich jetzt mal noch nach, weil ich diese Verpackung super nett finde. Es gibt so tolle Papierstrohhalme inzwischen, dass man da echt viel Nettes machen kann. Das ist ein ganz toller Verschluss. Ihr zieht einfach den Strohhalm raus und könnt es dann nach oben hin aufklappen. Man sollte es auch richtig zukleben, dass es hier an der Seite richtig klebt. Aber es ist eine sehr, sehr nette Verpackung, finde ich. Und lässt sich wunderbar mit dem Strohhalm verschließen und sieht dazu halt noch nett aus. So, und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Verziert habe ich sie übrigens mit ganz vielen Sachen aus dem neuen Katalog. Angefangen beim Designerpapier, ewiges Grün und bei diesen Rahmenstanzformen. Und wie immer stelle ich euch alles nochmal unter den Blog, was ich verwendet habe am Material mit den entsprechenden Artikelnummern und Preisen. Ihr könnt die Sachen natürlich gerne bei mir bestellen. Genau, Infos zur, wie ihr bestellt und welche Möglichkeiten es gibt. Ab 100 Euro Bestellwert versende ich versandkostenfrei für euch, beziehungsweise ich übernehme die Versandkosten. Und genau, es gibt Sammelbestellungen, um den Versand günstiger zu machen oder auch Einzelbestellungen, wenn es mal besonders eilig sein soll. All das könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen, www.stempelfantasie.com. So, also legen wir los. Was wir brauchen, ist ein Stück Designerpapier, also ein Stück, papalapap, ein Stück Farbkarton Flüsterweiß. Und zwar habe ich nicht den extra starken genommen, weil man doch recht viel knicken muss. Ich habe es jetzt mal mit dem normalen gemacht und das ging auch sehr gut. So, normalerweise nehme ich ja für fast alles den extra starken Farbkarton. Der hat übrigens die Maße 18 cm mal 29,7. Das ist also eine normale Länge der DIN A4 Seite. Also ich habe es nur auf 18 cm, die kurze Seite, noch gekürzt. Genau. So, und dann legen wir das Ganze an bei 6 cm und falzen. Ziehen weiter bis 12 cm und falzen nochmal. So, jetzt fahren wir mal das hier aus an der Seite. Und ihr startet bei 6 cm. So, weiter geht es bei 12 cm. Bei 18 cm. Bei 24 cm. Und jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, was ist denn mit den 3 mm? Die da am Ende fehlen, dass es zu 6 sind. Das zeige ich euch nochmal gerade hier. Das betrifft nämlich dann nur diese innenliegenden Bereich. Der ist dann nicht ganz, da fehlen die, also ich weiß nicht, ob ihr es seht, da fehlen die 3 cm. Aber so, da stört es am allerwenigsten. Und deshalb passt das trotzdem noch wunderbar und ihr könnt die volle DIN A4 Seite von der Länge her ausnutzen. So, da müsst ihr aber auch geben, dass der kleinere Part, also das ist ja kein ganzes Quadrat, dass das unten liegt. Das ist dann wichtig, sonst fehlt es euch nämlich an der falschen Ecke. So, hier sieht man es jetzt nicht ganz so gut, deshalb knicke ich das erstmal nach. Dann sieht man es besser. So, also besser, oder? Genau, also das ist dieses schmalere, die schmalere Streifen. So legen wir uns das jetzt hin. Und jetzt müssen wir nochmal falzen. Und zwar nehmen wir uns ein Lineal und falzen von der ersten Falzlinie hier bis hier oben hin in die Ecke. Und das gleiche machen wir hier auch noch. So. Dann nehmen wir uns nochmal den Papierschneider und legen das so an, dass wir diese obere Ecke abschneiden. So. Einmal
gleich jetzt auf der Seite auch nochmal. So. Und jetzt müssen wir noch ein Stück weiterschneiden. Und zwar mache ich das lieber mit der Schere. Da kann man es doch besser sehen. Und zwar hier unten. Schneide ich erstmal das Quadrat ab. So, und dann brauche ich für die nächsten beiden Quadrate Klebelaschen. Und zwar schneide ich mir die dann einfach hier ab. Ein bisschen krumm geworden, aber es fällt eh nicht auf, weil es innen liegt. So. Und das gleiche machen wir auf der Seite auch. Und das war's. Kommt jetzt erstmal weg. So. Jetzt sind wir mit der Grundbox fast schon fertig. Jetzt müssen wir nämlich erstmal das zusammenkleben. Und ihr seht, so sieht das Ganze dann aus. Das könnt ihr schon leicht nach außen biegen. So, und dann nehmt ihr einen Locher, einen großen, und mittig macht ihr dann auf beiden, in die beiden Dreiecke ein Loch, so, und klebt das Ganze zusammen. Nämlich, da kommt auf diese beiden leer. Das ist der nächste. Boing. So. Ich hole immer das letzte aus den Klebern raus. Und da muss man dann halt schon mal ein bisschen schütteln. So. Jetzt nehmen wir das und packen das so zusammen, dass es schön hält. Auf der Seite auch. Bündig aufeinander kleben. Noch könnt ihr es verschieben. Irgendwann ist es fest. Und jetzt noch die beiden, diese Seite und die beiden Klebelaschen rein. Setzt es aufeinander. Jetzt packe meine Hände ein bisschen und drückt hier noch von innen ein bisschen gegen. Genau, dann könnt ihr auch mit dem, damit ihr besser drankommt, mit dem Falzbein noch ein bisschen von innen drücken und von außen gegen drücken, dass es richtig festklebt. So, und das war es jetzt schon fast. Ihr seht, das hier ist die, wo diese Zentimeter fehlen. Das klappt ihr nach unten, das nach oben, und die Box ist fast fertig. Jetzt müssen wir sie noch bekleben mit Designerpapier. Und dafür habe ich mir das hier ausgesucht. Das ist von dem ewigen Grün. Eine andere Variante. Das ist eigentlich die Rückseite von dem hier. Finde ich auch sehr schön. Und ich habe mir jetzt einen Streifen abgeschnitten. 5,5 cm lang. Einfach vom Designerpapier abgeschnitten. Und schneide mir jetzt 5 Quadrate à 5,5 cm ab. Und die klebe ich dann rundherum und obendrauf. Das passt nämlich wunderbar. So, das letzte Stück brauchen wir nicht mehr. Das war der. Genau. So. Jetzt packen wir das noch obendrauf.
Mal gucken, dass man überall rundherum dann die richtige Ausrichtung vom Designerpapier hat. Gerade also, wenn es ein oben und unten gibt. Hier bei den Blättern wäre es doof, wenn sie auf dem Kopf stehen. Da kann man sich nämlich mal schnell vertun und hat eine Seite nicht ganz so, wie man sie eigentlich gerne gehabt hätte. So, und jetzt noch eins, gucken wir mal. Das geht nach hinten, also ist das unsere Vorderseite. Hier sind keine Schnittkanten. Und dann packen wir das dann so, dass es von uns weg zeigt. So, jetzt kommt ein, müssen wir uns zurechtbiegen, wir fangen mit der anderen Seite an, ein Strohhalm rein. Ich habe das Ganze mit Silber-Weiß-Strohhalm gemacht und das habe ich schon vorbereitet. Das kleben wir jetzt einfach mit den Dimensionals drauf. Das habe ich übrigens unten drunter, also auf das Silberne, getackert und dann das drüber. Also nur damit ihr wisst, wie ich das drauf befestigt habe. So, das kommt jetzt nach hier oben und schon ist eure Box fertig. Das sind jetzt die beiden Boxen. Unterschiedliches Design und beide schön, finde ich. Ich mag diese, obwohl ich eigentlich kein Grün-Fan bin, aber das gefällt mir echt gut. Finde ich echt nett. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Am 3. Juni startet der neue Katalog und ihr könnt die ganzen Sachen dann auch bei mir bestellen. Meldet euch sehr gerne bei mir. Ich freue mich, von euch zu hören. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch auch jederzeit gerne. Ansonsten vielen Dank für euren Daumen nach oben und bis ganz bald. Liebe Grüße. Ciao.